Man kommt fast nicht dran vorbei. Überall bewerben Influencer ihre Produkte. Doch wie gut sind die wirklich? Online-Kollegin Sarah Liedtke will das testen. Die Influencer-Haarmaske für geschmeidigere Haare. Eine Trinkflasche, die unseren Geschmackssinn austrickst. Und Sportkleidung mit einer am Ende unschönen Überraschung. Steht hier, die wollen jeden Monat 50 Euro von mir, dass ich hier Leggings kaufe. Und das finde ich gerade ein bisschen krass. Sarah ist viel auf Instagram unterwegs und stößt ständig auf die Empfehlungen der Internetstars. Ich bin selbst oft ein Opfer von Influencer-Produkten und lasse mich schnell mal von Rabattcodes überzeugen und bestelle dann auch mal ganz schnell. Glanz und geschmeidige Haare versprechen Influencer mit dieser Haarmaske. So ein schönes Haarergebnis. Stolze 35 Euro kostet der Bestseller ohne Rabattcode im Einzelpreis. Ja, 35 Euro für so eine Haarmaske, da frage ich mich, lohnt sich das und wie lange hält so eine Maske überhaupt? Ist schon happig. Das Paket mit der Haarmaske ist da. Sarah trifft auf Starfriseur Shan Rahim Khan und ist gespannt, ob sie gleich mit Influencer-Haaren wieder rausgeht. Haarmaske sorgfältig in die trockenen Haarlängen einmassieren und nach 30 Minuten Einwirkzeit gründlich auswaschen. Laut Hersteller mit Shampoo. Danach sollen Sarahs Haare kräftiger und glänzender sein. Und? Glanz, ja, ein wenig. Ein bisschen schwerer ist es auch. Pflege gar nicht, weil es ja doch rausgewaschen worden ist, also schamponiert worden ist. Deswegen ist da nichts mehr drin. Kein Wunder. Die Haarmaske besteht fast ausschließlich aus Ölen, zum Beispiel Kokosöl. Das verleiht dem Haar Geschmeidigkeit und Glanz. Aber das bekommt man auch für weniger Geld. Auf Liter gerechnet hier zahlt man 350 Euro den Liter von diesem Produkt hier, wo du beim Discounter tatsächlich 10 Euro nur bezahlen würdest. Fast 35 Mal günstiger beim Discounter. Hier sehr wichtig, das Öl sollte kalt gepresst, nicht raffiniert und aus biologischem Anbau sein. Nach der einmaligen Anwendung finde ich, dass meine Haare doch nicht aussehen wie bei den ganzen Influencerinnen. Was ich positiv bewerten kann, ist, dass meine Haare sich schwerer anfühlen. Aber für den Preis, das ist mir nicht wert. Das nächste Produkt aus der Influencer-Werbewelt soll aus Leitungswasser ein Erlebnis machen. Cola und Kaffee trinken ohne schlechtes Gewissen. Influencer werben mit Brausewürfeln oder Duftpots. Sarah trifft Ernährungswissenschaftlerin Kerstin Dobberstein und zeigt ihr die Trinkflasche der Influencer. Duftpots am Trinkkopf sollen unserem Gehirn vortäuschen, ein gesüßtes Getränk zu trinken, obwohl die Trinkflasche nur mit Leitungswasser gefüllt ist. Sarah macht den ersten Test mit dem Cola-Duftpot. Okay, krass. Ja? Ja, ja. Also es ist jetzt nicht die Cola, die man so üblich kennt. Aber es ist schon wie so ein Eistee-Cola. Und das hat seinen Preis. Die Trinkflasche mit Probegeschmackssorten kostet rund 40 Euro. Ein Duftpott reicht für 5 Liter Wasser und muss dann nachgekauft werden. Wasser mit Geschmack geht auch günstiger. Also als Alternative für herkömmliches Wasser kann man super gut Obst oder auch Gemüse verwenden oder auch Kräuter, um das Wasser zu aromatisieren. Und man hat den Vorteil, es ist natürlich, man hat das Aroma und man hat sogar noch ein paar Fruchtsäuren und auch ein paar Vitamine und Mineralstoffe im Wasser. Dafür eine Flasche mit Leitungswasser und frischem Obst über Nacht ruhen lassen. Und das Beste, Sarah spart hierbei auch den ganzen Verpackungsmüll. Wenn ich so zum Markt gehe und meine Orangen kaufe, die einfach ins Wasser schnibbel, habe ich natürlich viel weniger Plastik. Fast alle Influencer werben dafür. Sportbekleidung. Nachhaltig und meist fair hergestellt, so sagen sie. Und mit viel Rabatt. Einige Seiten schalten den versprochenen Rabatt aber erst durch eine VIP-Mitgliedschaft frei. Mit 50 Euro Mindestbestellwert im Monat. Dann kostet die Leggings plötzlich 80% weniger. Auf einmal hat man dann so einen VIP-Account und dann kostet so eine Leggings statt 69,95 mit VIP dann 54,95 und dann nochmal einen Rabatt auf 12 Euro. Naja, wollen wir einfach mal gucken, wie die Qualität dann letztendlich ist. 12 Euro ist natürlich ein Schnapper, muss man da mal gucken. Das Sportoutfit ist da. Beim Blick auf die Herkunft und auf das Material der Kleidung ist Sarah enttäuscht. Design in Kalifornien hört sich erstmal fancy an, made in China dann eher nicht so.
Influencer werben ja oft für Nachhaltigkeit bei Nylon und Polyester, bin ich da jetzt erstmal ein bisschen skeptischer. Aber wie gut ist die Sportkleidung der Influencer? Sarah joggt regelmäßig und macht jede Woche Zumba. Da muss die Kleidung einiges aushalten. Wie ist der erste Eindruck? Gegeben beim Zumba. Mein erster Eindruck nach der Session ist ganz gut. Für den Preis finde ich es total in Ordnung. Ich hatte ein bisschen Angst, dass was rausrutscht, ehrlich gesagt, aber sonst top. Jedoch ist Sarah irritiert über das Abo-Modell. Damit beschäftigt sich auch YouTuberin und Anwältin Anne Kissner mit über 640.000 Abonnenten. Sie testet selbst Sportkleidung der Influencer und warnt vor den VIP-Abos. Viele merken gar nicht, dass sie schon längst eine VIP-Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Und dann erst, wenn sie 4 Monate später mal auf ihren Kontoauszug gucken, merken sie auf einmal, die haben ja irgendwie 60 Euro jeden Monat hat diese Firma abgebucht. Ich habe sogar nichts gekauft. Und dann ist natürlich das Widerrufsrecht schon längst tabu. Und hier Sarahs Fazit. In Zukunft werde ich nicht direkt jedes Produkt kaufen und jeden Code nutzen, sondern mich informieren, hey, was ist wirklich drin? Ist das Produkt auch das Geld wert? Und das rate ich auch jedem, sich da einfach vorher zu informieren.